So, mit Leo sprechen. Leos Kindheit. In meiner Kindheit sind Onkel Deckard und ich durch die ganze Welt gereist, um verlorene Legenden und Artefakte zu suchen. Es war so aufregend, durch uralte Tempel zu kriechen und vergessene Grüfte zu durchwühlen. Ich schätze mich glücklich, so aufgewachsen zu sein. Alles, was er mich gelehrt hat. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich sehe, was seine Besessenheit ihn gekostet hat. Uns gekostet hat. Über den Tempel. Der überflutete Tempel war einst als Sarceum Empuris bekannt. Er war der heiligste ihrer Tempel. Ein Ort, an dem der Legende nach Engel herabstiegen, um den Nephalem ihr Wissen zu vermitteln. Ein der Weltenstein. Der Weltenstein war ein antikes Artefakt von unfassbarer Macht. Es wurde nicht nur zur Erschaffung der Welt, sondern auch zur Kontrolle über die Menschheit genutzt. Die ursprünglichen Menschen waren als Nephalem bekannt. Und sie besaßen solche Macht, dass man befürchtete, sie könnten das Gleichgewicht im ewigen Konflikt zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen stören. Also wurde der Weltenstein benutzt, um unsere Kräfte zu schwächen. So wurden wir zu dem, was wir heute sind. Aber nun, da er zerstört ist, ist es absehbar, dass die Kräfte der Nephalem zurückkehren werden. So, wie ihr gesehen habt, habe ich ein bisschen umgebaut jetzt. Die Zerstörung des Weltensteins. Tyrael war gezwungen, den Weltenstein zu zerstören, als er von Baal, dem Herrn der Zerstörung, bei seinem Versuch, die gesamte Menschheit zu beherrschen, mit dämonischen Energien verseucht wurde. Die Zerstörung des Weltensteins muss unglaubliche Energien freigesetzt haben. Die Reise von Leia und Kane. Ich hörte, ihr habt Leia auf eure Suche nach uralten Artefakten und Folianten mitgenommen. War das nicht gefährlich? Nicht so gefährlich, wie ihr vielleicht denkt. Damals war die Welt friedlicher. Die meisten Leute haben einen alten Mann und ein junges Mädchen ohne Waffen oder Geld gar nicht beachtet, wenn sie durch ihr Land zogen. Und dann haben wir hier hinten noch mit Hedrick. Hedricks Vater. Also habt ihr während des Untergangs von Altristram bei eurem Vater gelebt? Mein Vater war ein Diplomat. Wir hatten ein Haus in Caldeum mit Dienern, Terrassen und allem drum und dran. Alles änderte sich, als der Ärger begann. Irgendwie kamen Gerüchte auf, dass mein Großvater den Wahnsinn des Königs verursacht hatte. Die Arbeit meines Vaters fiel in sich zusammen. Niemand sprach mehr mit ihm. Er glaubte, es würde sich geben. Doch so kam es nicht. Nein. Ich würde jetzt lieber nicht weiter darüber reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Okay. Da haben wir wieder ein bisschen Platz geschaffen. Templer. Reden. Süden hätte ich mal gesagt. Zünden. Ich habe genug Monster gesehen, um zu wissen, dass ihr keines seid. Warum fühlt ihr euch wegen eurer Vergangenheit schuldig? Ich kann es euch nicht sagen. Es gibt Dinge, die euch auf ewig verfolgen werden, wenn ihr sie euch nicht von der Seele redet. Ihr missversteht mich. Wir sind buchstäblich nicht in der Lage, uns unserer Vergangenheit zu entsinnen. Die Inquisitoren haben mir meine Sünden und meine Erinnerungen an sie entrissen und mich gereinigt zurückgelassen. Schuft? Ehrlose Schurke. Lindons Herkunft. Und woher kommt ihr? Königshafen, die Stadt am Meer. Heimathafen der großen Handelsflotten und voller Netze mit stinkendem Fisch. Ich kenne die Stadt. Was habt ihr dort getrieben? Ich bin im Moment in einer Art Übergangsphase. Zweifellos nichts Ehrenhaftes. Unsinn, ich bin der ehrlichste Dieb, dem ihr je begegnen werdet. Und dann hat er noch was zu sagen. Die wehrlose Schurke, der... Warum verschwendet ihr eure Zeit damit, Frauen nachzujagen? Man kann seine Zeit mit nichts Besserem verbringen. Aber ihr lasst sie bedenkenlos fallen. Ich habe nur eine gefunden, die es wert gewesen wäre. Aber
Sie ist mir entronnen. Das ist keine Entschuldigung, jede zweite Frau zu belästigen, die ihr seht. Ganz recht. Manchmal sollten Sie mich belästigen. Hier ist nichts mehr. Und auch nichts mehr. Was wollte ich jetzt noch machen? Irgendwas, genau, Templer wollten wir wieder anheuern. Mögen die Schlachten nie aufhören. Magda ist uns dicht auf den Fersen. Wir müssen das letzte Stück schnell finden. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Oh, der Fremde, der geheimnisvolle Zirkel. Habt ihr den Zirkel zuvor bereits bekämpft? Ich kann es wirklich nicht sagen, aber es umgibt sie etwas, eine Dunkelheit, die mir bekannt vorkommt. Was meint ihr damit? Dieser Zirkel ist womöglich Teil eines größeren Übels. Vielleicht wollte ich ihn bekämpfen. Wenn ihr kämpfen sollt, dann braucht ihr euer Schwert. Jetzt ist das Buch nicht da, ich dachte, jetzt wäre es hier. Und wir... Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen. Ich habe nachgedacht. Das kann nicht einfach. Zum... Ah. Denn... Ah, ein ausgesprochen interessantes Thema. Ich verkaufe Juwelen. Klingt nach einem friedlichen Leben. Das ist es, wenn ich nicht überfallen werde. Habt ihr jemals Leibwächter in Erwägung gezogen? Und die Hungerleider vertreiben, die meine Juwelen für ihr Überleben stehlen? Für was für einen Unmenschen haltet ihr mich? Die schön glitzern hier, die Juwelen. Und hier auf dem Arne. Sind zwar nicht viele, aber schön. Die ratlosen Toten. Stadttore hinter euch zu lassen. Ich habe gehört, da draußen lauern alle möglichen gefährlichen Wesen. Die auferstandenen Toten sind wahrhaft abscheulich. Das ist ja grauenvoll. Ich meinte eigentlich die Ratten und Schlangen. Dunkle Visionen. Ich kann die Feuer selbst von hier aus erkennen. Wertham steht in Flammen. Nur das wahre Böse lässt Unschuldige an einem Krieg leiden, mit dem sie nicht das Geringste zu tun haben. Gut, dann können wir zum Fährmann gehen. Das Handy klingelt auch ständig immer bei der Aufnahme. Ich muss nach Wertham. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor, aus dem Dorf steigt Rauch auf. Ja, wir müssen dahin. Zerstören die Stadt! Flieht, solange ihr noch könnt! Bei allem, was heilig ist, die Stadt brennt! Tod! Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten. Aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Ein heiliger Ort für ein heiliges Relikt. Wohin sollte ich mich verbessern? Das machen wir später. Jetzt haben wir keine Zeit. Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten. Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Da kommt etwas. Macht euch auf einen
langen Kampf gefasst. Euch gebührt Ehre. Die Höllenbrut sind Dämon. Die Leute in der Kapelle brauchen meine Hilfe. Ich gehe voraus. Ihr habt uns gerettet. In der Nähe dieses Dorfes ist vor kurzem das Heft eines uralten Schwertes niedergegangen. Und hier. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung, was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Mein Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard? Digger Kane ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, mein Wort. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren. So. Wer hat euch beigebracht zu kämpfen? Mein Bruder brachte es mir bei, als wir noch klein waren. Er glaubte, die Armbrust wäre die ideale Waffe für mich, weil sie einem Zeit verschafft, wegzulaufen, falls etwas schief geht. Die Armbrust ist keine Waffe für Feiglinge. Ha, habe ich euch beleidigt? Haltet den Mund. Wo ist euer Bruder jetzt? Oh, noch immer in Königshafen. Ich vermute, er wird noch lange Zeit dort sein. Ich kann nicht ganz verstehen, weshalb euer Orden gewisse Dinge tut. Weshalb nimmt man euch eure Vergangenheit weg? Unsere Initiation macht uns blind gegenüber unserer sündhaften Vergangenheit, damit wir die Zukunft klarer sehen können und für die letzte Schlacht gewappnet sind. Und wie genau beseitigt der Orden eure Erinnerungen? Ich wurde an eine Wand gekettet und geschlagen. Am dritten Tag wurde ich vor Schmerz und Hunger wahnsinnig. Dann fing das Auspeitschen an. Man sagte mir, dass ich alle meine Vergehen noch einmal durchlebte. Alles, das mir einst vergiftete Freude bescherte. Die Peitsche nahm mir diese Freude. Sie nahm mir die Sünde und reinigte mich. Nicht durch Schmerzen gewinnen die Schwachen an Stärke, sondern durch die Zurückhaltung der Starken. Ihr habt umsonst gelitten. Versteht ihr denn nicht,
Der Templerorden versucht, die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Was ist denn schon mein Schmerz im Vergleich zu diesem Ziel? Ich wollte nur noch gucken, ob da auch noch was zu besprechen ist. Schon in dieser Folge alles besprochen haben. Lea. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kanes Tod zahlen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Kein normaler Mensch hätte einen solchen Sturz überlebt oder wäre im Besitz eines solchen Schwertes. Wir müssen ihn finden. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wertham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich hoffe, euch wird es bald besser gehen. Diese verdammte Macht in mir. Onkel Deckard sagte, ich hätte sie von meiner Mutter. Er versuchte mir mit seiner horadrischen Ausbildung beizubringen, sie zu beherrschen, doch es hat nie funktioniert. Er hat jedoch niemals die Hoffnung aufgegeben. Er war ein großartiger Mann. Und in zur Kapelle müssen wir wieder zurück. Weiter. Um die Kapelle rum. Das ist jetzt eine Frage der Ehre. Wir dürfen nicht zögern. Spinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Matriarchinnen finden. Und ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Abenteurer beträchtlichen Schaden zufügen. Ist mir jetzt neu, das habe ich auch noch nicht so gesehen. Hier so Spinnennester sind und die auch schon da sind. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Meine Königin singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Du stehst unter Drogen. Du alter Mann. Oh. Verrückter Einsiedler. Er ist wirklich verrückt. So. Die Luft hier ist schwer von Furcht. Das ist kein gutes Zeichen. Das war nur ein Vorgeschmack. Die scheiß Spinnenhöhle, die hasse ich.
ist süß. Ich sehe ihn schon. Nee, bloß nicht. Schnell durch. Armschienen, yeah. Habt ihr diese Säulen hinter den Spinnweben gesehen? Dieser Ort scheint uralt zu sein. Geil. Die können wir natürlich gut gebrauchen. Sind das die Armschienen, die so leuchten, oder? Was glitzert da so? Ah, das wird der Buff sein. Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnlich, unberührt. Bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss die töten, die meine Herrin bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Und dann hattest du den Höhepunkt bekommen. Weil sie so schön gesungen hat. Die Königin. Oh. Wollt ihr noch mehr? Die Königin, wir werden sie töten. Wir müssen sie nur finden. Und hat sie ausgesungen. Spürt meinen Zorn. Die Eier an. Oh, geile Truhe. Schön durchmogeln. Eier nicht schlüpfen hier. Müssen wir noch hin? Hier können wir auch noch durchgehen. So, helft mir doch! Wie ist er denn? Komm doch! Krass. Oh. Kommt bestimmt was Größeres noch raus. Ich hasse die Spinnen solche. Konzentration. Thank you.
Die sind immer heftig. Oh, geile Hose. Die nehmen wir natürlich gleich. Den brauchen wir nicht. Ja, auch nicht. Geschicklichkeit 33 und auch nicht schlechter. Eben pro Sekunde. Okay. Welche Fertigkeit soll ich mir aneignen? Bestien zerreißen. Wir werden uns zerreißen gleich. Ich hatte einmal einen Albtraum, der genauso war. Meine Herrin hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Liebe scheint hier ein relativer Begriff zu sein. Oh, ich will eine liebevolle Umarmung. Wo ist denn die Herrin? Wahnsinn. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Die Herrin kommt. Okay.
Tage ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leoriks Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener spurlos. Die größte der Kreaturen führte später die anderen in die Höhlen. Und bisher ist niemand, der sich dort hineinwagte, je wieder zurückgekehrt. Okay, nehmen wir die her. Befreien diese Dame. Natürlich. Arena.